Mr. Kaduff, bitte könntest du bitte stehen bleiben? Ich möchte deine Rüstung haben. Nein! Oh yeah! Hey ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu der zweiten Folge Ungeantwortet. Wir haben heute die Challenge mit der Mausempfindlichkeit auf Gähn? Nee, auf Turbo. Ja, das ist ziemlich crazy, weil ich normalerweise auf 100 spiele. Und Moment, Turbo, was ist denn Turbo? 200, ja. Das, mal das Doppelte, also doppelt so schnell, wie man normal spielt. Und go. Ja, okay, die Kiste bekommen wir. Ja, ein Schwert und ein Eisenhelm. Juhu, ich bin happy. Ja, das passt schon so. Das passt schon so, Leute. Ein Eisenschwert wäre mir zwar lieber gewesen, aber man kann nicht alles haben. Ja, man kann im Leben nicht alles haben. Deswegen bin ich damit zufrieden, was ich habe. Sieht die Kiste denn keiner? Oh, die ist schon gelootet. Nein, 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 geh weg von mir, geh weg von mir. Du hast zu gute Ausrüstung. Geh weg, bitte. Ja, klar, dass er mich jetzt dann wieder töten möchte, ne? Ja, nee, ist klar. So. Okay, er hat mich verschont. Oh, danke, das ist wirklich sehr nett von dir. Ich werde jetzt nicht 500 Millionen Versuche aufnehmen, um dann damit irgendwie eine Runde zu gewinnen, denn ich möchte euch zeigen, wie ich die Challenge meistern würde. Und da gehört das dann nicht dazu, schon davor 20 Mal damit so gespielt zu haben, sondern er hat eine Steinaxt, die möchte ich gerne. Ach nee, ein Hit noch, dann ist er sowieso tot. Oh, boah, das war jetzt ziemlich knapp. Jetzt muss ich jetzt hier schnell noch was essen. Ey, wie konnte ich den Kampf jetzt gewinnen? Wie konnte ich diesen Kampf hier gewinnen, Alter? Was ist hier los? Aber gut, ich habe auch einen Blockhit gemacht. Block gehittet habe ich. Jetzt schnell noch was essen und in der Ecke sneaken und einfach einfach reason, ja. Ich habe Angst. Hallo? Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich hab doch niemandem was getan. Und ich möchte euch damit jetzt ja nur zeigen, wie ich die Challenge mache. Und auch wenn ich da jetzt 5 Runden verliere, also wenn ich jetzt ständig verlieren würde, dann würde ich maximal, denke ich, 4 Runden machen. Sonst wird es wahrscheinlich zu lange. Okay, der hat keine Ausrüstung, ne? Den könnten wir uns theoretisch holen, aber ich sollte vorher vielleicht doch noch reggen. Deswegen zack, hier runter. Und einfach Ruhe bewahren, würde ich sagen. Nicht gleich drauf gehen, vielleicht auch manchmal ein bisschen wegrennen, ein bisschen im Hintergrund sein, ja. Dann geht das, glaube ich, schon ganz gut. Aber ich muss sagen, ich tue mich eigentlich nicht jetzt so extrem schwer. Also ich hätte sie mir jetzt noch viel schwerer vorgestellt. Natürlich hat der Simon sie auch noch auf extrem gemacht, weil er ja auch noch die Mausgeschwindigkeit bei der Rocket Maus eingestellt hat. Aber da ich so eine billige Acer Maus habe, geht das natürlich da nicht. Hätte ich gern gemacht, kann ich aber nicht machen. Tut mir so leid. Ich hoffe, es wird trotzdem gewertet. Und ja. So. Jetzt noch schnell hier was essen, dann sind wir nämlich wieder voll und dann kann es losgehen, würde ich sagen. Dann geht's los. Ein Kill haben wir schon gemacht, das hat mich jetzt schon ein bisschen befriedigt, muss ich sagen. Aber ich hätte gedacht, er holt uns. Also ich hätte gedacht, so, unsere letzte Stunde hat geschlagen, der holt uns, weil er einfach, wenn wir irgendwie dumm in die Gegend schlagen, natürlich viel mehr Vorteile hat als, ja, als andersrum. Würde ich jetzt mal behaupten. So, und jetzt zack, darüber. F5, F5. So, hier hinter uns ist keiner zum Glück. Alter, die Map, ist die so groß? Weil ich finde hier keinen. Ich gehe mal zum Spawn. Aber der Spawn, ey, die Map, die sieht schon sehr geil aus, ne? Das muss man den erbauen lassen. Also, kreativ sind sie auf jeden Fall. So, hier. Nirgendwo noch was drin. Was? Was ist denn hier los? Lol, da fährt dann eine Werkbank hoch. Das wusste ich gar nicht. Ist ja voll geil. So. Ich brauche was zu essen und ich habe nichts zu essen. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich wirklich doof. Hier unten vielleicht?
Oder hier unten vielleicht? Nee. Dass man da eine Kiste dann erwischt, das ist sind besteht eine Chance von 1 zu 1 Million wahrscheinlich. Ich weiß hier nämlich gar nicht so, wo die Kisten sind. Aber die Map ist ein bisschen zu groß, findet ihr nicht? Wenn man findet einfach die Spieler nichts. Und die machen Team. Na toll. Super. Geil, muss schon sagen. Oh, lecker, lecker Kuchen. Der Bäcker hat gerufen. Habt ihr da nicht... Nee. Mit dem lege ich mich gewiss nicht an. Aber der hat ein Radar. Der hat ein Radar. Nein! Nein! Oh mein Gott, wir hätten den so was von fast geschafft, aber habt ihr dann gesehen? Dann habe ich mich irgendwie ganz kurz noch so umgedreht und er hat uns geschafft. Oh nee. Aber den hätten wir sicher noch 2 Hits und der wäre tot gewesen. Ich würde sagen, wir gehen gleich in die nächste rein und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Runde. So Leute, da sind wir auch schon wieder. Ich habe jetzt bemerkt, dass ich auch in den Systemeinstellungen bei mir die Zeigebewegung auf ganz maximal stellen kann. Das habe ich jetzt natürlich gemacht und jetzt wird es noch schwerer für uns werden. Ich bin mal gespannt, wie das hier so wird. Oh, schade. Also, wenn wir den einen da getötet hätten, ne? Und der hat uns ja wirklich nicht gesehen. Oh, natürlich die besten Sachen, die es so gibt. Die es so im Lande gibt. Das ist natürlich super. Also, unser Start hier war jetzt wirklich gut. Aber ich muss sagen, das bringt uns alles nichts. Es bringt uns nichts, eine gute Ausrüstung zu haben, denn meiner Meinung nach bringt sich das so. Wieso springst du ja dann die ganze Zeit? Hey, Backmanns. Backmanns Welt. Hallo. Was ist denn los mit dir? Hallo. Hast du ein Schwert? Ich möchte dich nämlich gern holen. Oh, den hole ich mir jetzt. Jetzt ist es aus. Jetzt ist es aus mit dir. Es ist aus. Ich weiß, er rennt darüber. Haha, ich wusste, dass du mich anzünden wirst. Ich wusste das. Ich kann nämlich hell sein. So, ich hoffe, er wird trotzdem sterben. Auch wenn er mich hier jetzt angezündet hat. Mr. Kaduff, bitte könntest du bitte stehen bleiben? Ich möchte deine Rüstung haben. Nein! Jetzt haben wir ihn nicht gut erwischt. Er verbrennt uns hier noch. Weil das, es bringt sich wirklich viel. Es bringt sich wirklich dermaßen viel, hier Leute anzuzünden. Vor allem in Survival Games. Bringt sich hier echt was. Nein, ich weiche hier aus. Okay, jetzt haben wir ihn. Alter, das war ja jetzt ein Kampf um die... Das war jetzt ein harter Kampf, damit wir hier endlich mal... hier, sagt schon. Damit wir hier überhaupt... damit wir hier überhaupt was reißen. War das jetzt ein harter Kampf? So gut, aber er hat uns... also er hat wirklich gut angezündet, muss schon sagen. Hat es nicht gleich verschwendet. Wäre auch fast draufgegangen, wenn ich wahrscheinlich nichts gegessen hätte. Aber wir sind fast Full Iron und haben ein Steinschwert, also es klingt nicht schlecht. Und wer jetzt sagt, du hast... Oh, da oben ist jemand, den möchte ich mir gerne holen. Ach, weißt du was, ich glaube, der sieht uns gerade gar nicht. Ja klar, schieße ruhig mit dem Bogen nach runter, aber du wirst mich nicht treffen. Du wirst mich nicht. Okay, den haben wir auch. Nein, schade, Leute, schade. Den hätten wir jetzt fast bekommen. Wir haben in der Runde 2 Leute getötet, aber das war natürlich von ihm so, ich chill da oben jetzt so ein bisschen. Und dann komme ich runter und mische mich ein. Aber gut, eine Runde würde ich sagen, machen wir noch. Wir sehen uns dann, bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder. Jetzt hat die Map Survival Games 4 gewonnen. Wer sagt, du hast den schon wieder umgestellt? Nein, es ist auf Turbo. Und ich zeige es euch hier in den Systemeinstellungen. Hier
Die Zeigerbewegung ist auf zack, zack, schnell. Ja? So, jetzt bin ich wieder in Minenkraft. Und jetzt geht's dann auch gleich los. So, mal gucken, dass jetzt die letzte Runde, denke ich, weil die erste Runde sehr, sehr lange gedauert hat. Vielleicht werde ich die auch ein bisschen cutten. Ich weiß noch nicht. So, gut. Aber ich muss sagen, wir haben in der letzten Runde, Leute, wir haben in der letzten Runde zwei Leute getötet. Und in der vorletzten Runde haben wir auch jemanden getötet. Und ich muss sagen, es ist wirklich schwer, bei so einer extremen Mausgeschwindigkeit überhaupt irgendjemanden zu töten. Und dass es uns dann wirklich gelungen ist, jemanden zu töten, muss ich sagen, bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Und ihr könnt es ja selber mal probieren. Und wie gesagt, Leute, ich möchte hier nicht irgendwie 20 Millionen mal aufnehmen, dass ich eine Runde gewinne. Nein, ich möchte ehrlich sein und einfach wirklich jede Runde einfach so spielen, als wenn ich die Challenge zum Beispiel jetzt in die Kommentare geschrieben bekommen hätte. Oh, geil. Als hätte ich sie bekommen und ich versuche sie so gut wie möglich zu meistern. Aber es wäre ja langweilig, wenn ich jetzt zum Beispiel jedes Mal... Komm her. Okay, den haben wir. Jetzt haben wir wenigstens schon einen Spieler getötet. Ja, das wäre ja doof. Dann wäre es ja keine Challenge mehr, wenn man es so lange versucht, bis man gewinnt. Und deswegen möchte ich euch zeigen, wie ich, wie gut ich die Challenge meistern würde. Der Simon war ja wirklich sehr gut. Und dann sollte das quasi eine Videoantwort drauf sein, wie ich das so gemacht hätte. So, komm her. Wo ist er denn? Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Lol, seht ihr? Man dreht sich einfach so schnell. Ah, aber deine Rüstung, die möchte ich gern haben. Ich möchte die Hose haben. Nee, du kannst gehen. Ich verschone dich diesmal. Aber nur, weil ich so eine tolle Kiste gefunden habe. So, komm her. Okay. Den haben wir leider nicht geschafft. Ich war auch dumm. Wieso benutze ich die Heiltränke nicht? Aber gut, Leute. Ich würde sagen, ich stelle jetzt meine schöne Ding wieder auf 100%. Ich habe zwar noch immer eine schnelle Mausbewegung, weil ich es in den Systemeinstellungen noch so hatte. Aber trotzdem, Leute, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen... Warte mal, wo ist Survival Games? Lädt jetzt gar nicht. Ja, nee, hier ist Ender Games. Hier müsste dann Survival Games sein. Nee, hier. Hier. Dann stelle ich mich hier. Moment, so... schön hin. So. Und ja, Leute, ich würde sagen, einfach, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Es wird mich echt sehr freuen. Diese Challenges versuche ich wirklich jeden Tag so gut wie möglich zu machen, aber ich werde jetzt nicht nur, weil ich in der Runde nicht gewonnen habe, die jetzt nicht nehmen, denn ich möchte euch zeigen, wie mein erster Versuch bei dieser Challenge wäre. Und ja, ich würde sagen, Leute, lasst ein Kommi da, wenn ihr Bock habt. Und ich würde sagen, haut rein und ciao.